Willkommen zu einem neuen Tutorial von mir, und zwar wie man den Lumos-Effekt von Harry Potter nachstellen kann im After Effects. Ja, wir schauen es mal an. Und zwar, wie ihr sehen könnt, genau, das in etwa, so soll es dann aussehen. Genau, also die Farbe ist euch überlassen, ihr könnt die ja ändern und sowas. Gut, machen wir eine neue Komposition, habe ich schon gemacht, und nehmen unser Bild. Also unser Video. Suchen uns eine Stelle aus. Wo wir anfangen wollen. Naja, da hatten wir. Genau, nehmen wir die. So, und jetzt geht's mit den Tracken los. Nun gehen wir hier bei den Tracker. Na. Bevor natürlich eine neue Ebene, das Nullobjekt. Und dann werden wir die Bewegung verfolgen. Erstmal setzen wir uns den Tracker irgendwo hin. Also in dem Fall an die Spitze. Na. Und zwar machen wir ihn mal etwas größer. So braucht er zwar lange. Beziehungsweise länger, nicht lange, aber es ist halt genauer. Genau, und jetzt tracken wir es. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, es ist nun vollbracht und es müsste nun bei euch in der Zeitleiste so aussehen. Mit den ganzen Keyframes, die gesetzt wurden und so weiter und so fort. Gut, machen wir es erstmal zu. Dann als nächsten Schritt wollen wir den, ich nenne es mal Ball, Lichtkegel, wie auch immer, machen. Und zwar, dann machen wir eine neue Ebene. Zwar Farbfläche, machen die schwarz und macht die so groß, ihr wollt, also größer als eure jetzige Kompositionsgröße. Also meine ist Full HD, also mache ich mal, ups, 2000 mal 2000. Jo. Dann als nächstes gehen wir auf Effekt. Dann na, Effekt. Dann haben wir Generieren und Blendflecke. Gehen wir drauf. Ich weiß, sieht komisch aus, aber bleibt konzentriert. So, jetzt als nächsten Schritt packen wir erstmal die zwei aufeinander. Also normalerweise ist es ja so, ihr habt hier diese Blendflecken und die packen wir jetzt auf jeden Fall aufeinander. Um die genau zu treffen, weil ich weiß jetzt die Formate nicht und bei überall sind die anders. Zoomt ihr ganz nah ran und tut es einfach in die Mitte. So, dass es halt übereinander ist. Genau. Und jetzt müsste es bei euch so aussehen. Das heißt, ihr habt ihr, wie auch in den Filmen, verschiedene Ringe. Genau, und es sieht einfach ganz nett aus. Dann bei der Objektivart geht ihr anstatt auf 50 bis 300 mm Zoom, geht ihr auf 105 mm. Dann habt ihr es bläulich. Jetzt wollen wir als nächsten Schritt das etwas, wie heißt es, blören. Ja, ein bisschen weichzeichnen, kann man sagen. Gut, auf jeden Fall gehen wir dann auf Effekt und gehen auf, ups, jetzt weiß ich gerade, verdammt, worden das. Genau, auf Blurren Sharpened. Dann auf CC Radial Blur. Genau, jetzt macht ihr vom Typ, geht ihr von Scratch auf Fading Zoom. Und dann von der Qualität, den Amount, tut ihr dann etwas höher. Wie ihr wollt. So, dass es einfach so ein bisschen nicht mehr so scharf aussieht.
Ich denke mal 50. Genau. Ja, sieht doch ganz schick aus. Genau. Dann als nächstes, also mache ich zumindest. Ja, denke, es ist ganz gut. Das weiß ich leider nicht, wo das hier bei den Effekten steht. Deswegen könnt ihr einfach eingeben bei den Effekten, bei eurer Effektleiste, wenn ihr die nicht habt, geht ihr auf Fenster. Und dann auf, wo haben wir es? Effekte und Vorgaben. Dann habt ihr hier diese Effekte und gibt einen Vektor. Also reicht, wenn ihr macht VECT, habt ihr Vector Blur. Dann schiebt ihr euer auf eure Farbfläche. Braucht ihr etwas, bis er den Effekt hat. Genau. Und ihr könnt ihr einfach experimentieren, was ihr einfach wollt. Ich mache jetzt mal. Schau jetzt mal, wie es ausschaut bei einem Amount. Ja. Also, wie ihr sehen könnt, wenn ihr es überhaupt gemerkt habt, deswegen ist es nicht unbedingt wichtig, hat sich das auf jeden Fall ein bisschen noch ein bisschen vermischt, die Farben. Ach, ich wünschte, ihr könnt meine Hand sehen, sind gerade voll episch aus. Gut, dann als nächstes machen wir unseren Umkreis. Dafür wählen wir hier aus. Bei den Werkzeugen könnt ihr mal, wenn ihr, ich habe jetzt das Ellipse-Werkzeug schon ausgewählt. Wenn ihr es nicht habt, dann drückt ihr einfach mal Q. Wie ihr sehen könnt, verändert sich das und so lange, bis ihr einfach das Ellipse-Werkzeug habt. Dann macht den Doppelklick drauf und ihr habt um eure, wie ihr es nennen wollt, habt ihr eine Maske gezogen, die halt ellipsenartig ist. Genau, als nächstes gehen wir hier bei den Maskenoptionen auf Maskenausbreitung und gehen ins Minusbereich. So, er braucht jetzt etwas. Das Wichtigste dabei ist, dass ihr das so weit macht, dass auf jeden Fall nichts mehr hier von den Kanten zu sehen ist. Das heißt, dass es einfach nur aussieht, genau so in etwa halt ausschaut, dass es nicht hier in den Ecken so sehen ist, weil dann sieht es halt einfach blöd aus, weil dann habt ihr so eine Art Viereck. Das sieht halt blöd aus. So, ja, ich würde sagen, wir tun es mal auf 300. Ne, jetzt auch mal gucken, wie es ausschaut. Ach so, ups, ich habe das Minus vergessen. Okay, wie peinlich. Machen wir das Minus 300. So, jetzt brauche ich noch etwas. Ja, okay, gut. Machen wir, gucken mal. Und jetzt, wenn ihr es habt, dann zeichnet ihr das aus. Also dieses Maskenkanten weichzeichnen. So weit, wie ihr halt Bock habt im Plusbereich. Okay, ein bisschen mehr. 100. Ja, mal gucken. Ja, okay, gut, deswegen machen wir 150. Also war jetzt auf 147, 50 gerade Zahl, mehr oder weniger. Genau.
Und dann zu guter Schluss. Jo, setzen wir, machen wir das erstmal wieder zu. Ja, müsste nichts machen, aber den Modus auf, wo haben wir es? Addieren. Genau, jetzt habt ihr, also da mein Bildchen generell hell ist, habt ihr hier auf jeden Fall diesen Lichtkegel. Ihr könnt ihn auch mal hier einfach Helligkeit der Blendflecken. Könnt ihr runterschrauben, also es ist auf 100%, beispielsweise macht er auf 50, dann ist es halt einfach nicht so hell. Okay, gut, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu klein. 75. Ja, nehmen wir das. Dann packen wir es hier oben drauf auf die Spitze. Also müsst nicht unbedingt treffen, auf jeden Fall so, dass es einfach gut aussieht. Könnt halt ein bisschen tricksen. Und dann nehmt ihr diesen Pick Whip. Hier, dieses Schweinchen, Kringelschwanz. Also sehe ich zumindest oben. Und tut es auf die Nullebene. Da ihr ja mit der Nullebene den Tracker positioniert habt, übernimmt ihr einfach die Koordinaten und schon habt ihr das, wie ihr sehen könnt. Da ich jetzt eine helle Wand habe, ist das Ding auch hell. Genau. Jetzt haben wir das. Aber jetzt wollen wir noch das Dunkel haben. So, dass es halt ist, als ob ich im dunklen Raum stehe. Das heißt, wir gehen wieder auf Ebene, ja, auf Ebene, erstellen eine Farbfläche. Ja, können einfach die Einstellung eigentlich so lassen, also größer als eure normale Komposition, damit wir halt Raum haben, um das zu verschieben. Und bestätigen das. Ihr könnt die benennen, wenn ihr wollt, damit ihr nicht unbedingt jetzt durcheinander kommt in den Namen. Aber ich lasse das mal so. Als nächstes nehmt ihr wieder euer Ellipsenwerkzeug und zieht einfach mal so einen Kreis. Ja, okay, gut. So, jetzt habt ihr es. Dann geht ihr hier bei der Maske. Also den Modus der Maske, also nicht der Ebene, sondern eine Maske, auf Subtrahieren. Das heißt, das, was in dieser Ellipse war, war ja gerade schwarz und jetzt ist alles andere schwarz, nur was in der Ellipse ist, ist nicht schwarz. Genau, so, jetzt sieht es schon mal nach etwas aus. Jetzt werden wir die Maske wieder öffnen von der Ellipse. Wir werden die Maskenausweitung wieder. Ja, könnt ihr gucken, wie ihr wollt. Ihr könnt die ins Negative ziehen oder Positive, je nachdem, ob ihr es größer oder kleiner haben wollt. Ich lasse das jetzt erstmal so und dann wir auf jeden Fall das Weichzeichnen. Das heißt, je nachdem, wie ihr halt einfach wollt, könnt ihr schauen. Ich mache das mal, denke ich, ich weiß nicht, 52. Ja, okay, gut, 52. Genau. No. So, genau, 52. Ja, und jetzt tun wir einfach mal die Ellipse auf unser Dingen. Jetzt, wie ihr sehen könnt. Nee, das reicht sogar. Wie ihr gerade gesehen habt, wenn ich jetzt die Ebene weiter verschiebe. Seht ihr halt, dass es hier nicht ganz reicht, da müsst ihr einfach nachziehen, wenn ihr wollt. Also, das heißt größer ziehen und sowas. Aber es ist bei mir ja nicht. Das heißt, ich ziehe es einfach so, dass es halt einfach gut aussieht und halbwegs passt. So, jetzt verbinde ich das ebenfalls mit den Koordinaten der Nullebene. Das heißt, ich nehme wieder den Schweineschwanz
und tue ihn auf die Null-Ebene, aufs Null-Objekt. So, und jetzt mal gucken, wie das alles ausschaut. Jo, genau, jetzt haben wir das. Gut. Ziehen wir mal ein bisschen. Ja. Dann machen wir das auch mal hier. Also ihr müsst es jetzt nicht was machen, was ich gemacht habe, weil das sieht irgendwie, kann passieren, dass es nichts wird. Dann macht ihr einfach die Ellipse nochmal. Weil, manchmal kriege ich es hin, aber manchmal auch nicht. Schade. Egal. Ah, jetzt könnte es vielleicht was geben. Nee, sieht irgendwie komisch aus. Ja. Naja, gut, doch. Warum nicht? Ich denke nur, wir müssen es noch ein bisschen verschieben. Ja, und dann geht es doch ganz gut. Jetzt schauen wir nochmal. Gehen wir an den Anfang. Ja, genau, und so sieht es dann aus. Jetzt könnt ihr halt noch alles machen, wie ihr lustig seid. Und zwar, ihr könnt beispielsweise auch, ja, einfärben. Das heißt, bei Effekten. Bei Effekten und dann auf Farbkorrektur. Zum Beispiel einfärben, dann seht ihr hier bei Einfärben, was ihr alles verändern könnt, die Farben und sowas. Könnt ihr zum Beispiel blau machen. Dann habt ihr eventuell sowas, wenn es euch Spaß macht. Sieht vielleicht nicht unbedingt, also ich stehe jetzt nicht so drauf. Ich mag das halt eher so hell. Deshalb lösche ich das und hab wieder mein altes, wenn er fertig ist. Genau, so ansonsten war es das soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch helfen. Wenn es so schnell war, sagt mir nächstes Mal, also sagt mir in den Kommentaren Bescheid. Werde ich auf jeden Fall meine anderen Tutorials etwas anders halten. Schreibt mir auch auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr denn auf jeden Fall sehen wollt, also damit ich mich ein bisschen inspirieren kann von euch. Ansonsten gebt mir einen Daumen hoch, eventuell abonniert mich sogar, wenn ihr wollt. Und ansonsten dann halt nicht. Ihr könnt jetzt im Nachfolgenden den Knopf drücken. Und ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal.